Hallo Freunde und willkommen in diesem Video mit einer weiteren Möglichkeit, unsere Linux-Server etwas abzusichern, beziehungsweise wie wir ganze Länder oder auch Kontinente blocken oder aussperren können, mittels sogenannter ACLs, ja, die Access-Control-Liste, beziehungsweise in unserem Fall hier mit IP-Tables. Das geht ja ziemlich schnell und einfach. Und zwar gibt es auf der countryipblocks.net Seite ein coolen Tool, was auch kostenlos ist, womit wir uns, ja, wie gesagt, sehr einfach und schnell eine sogenannte oder mehrere Access-Control-Liste, ACLs oder Regeln erstellen können. Ja, wir haben hier alle möglichen Formate halt. Für unser Beispiel brauchen wir hier IP-Tables. Ja, ich wähle mal Linux-IP-Tables hier. Und auf der linken Seite, hier ist nochmal irgendwie eine Meldung des Tages. Alles klar, okay. Genau, auf der linken Seite hier haben wir die Länder bzw. die Kontinente. Ja, einfach ich das Land auswählen oder die Länder, die wir aussperren möchten, beziehungsweise auch die Kontinente hier. Wir können hier auch die ganze Welt aussperren, wenn wir wollen. Da wusste ich aber eine einfachere Methode halt, Lösung. Genau, wir nehmen jetzt einfach mal hier Albanien für unser Beispiel. Zack, ausgewählt, IP-Tables, einfach hier Create, ACL und schon sind unsere Regeln hier erstellt. Ja, die ganze IP-Ranges hier, das ist hier ganz Albanien quasi dabei. Einfach hier kopieren, beziehungsweise wir können uns ja mal auch einem Textdokument hier AL, zack, stellen, damit man vielleicht besser sehen kann. Irgendwie, ja, sieht eben so aus, nichts Spektakuläres. Ich kopiere das jetzt einfach mal und starte eine SSH-Session hier. Upsala. Okay, zack, ich mache das mal als Super-User vielleicht. Okay, ich vergrößere das mal und cleare. Zack. Und genau, einfach jetzt die ganze Regel jetzt einfügen. Ich mache das jetzt einfach mal so, damit man auch irgendwie was sehen kann. Ja, und schon werden die Regeln jetzt hier, die ganzen IP-Ranges hinzugefügt. Genau, ja, minus A, die sind jetzt allerdings. Okay, ist schon durch. Albanien ist nicht so groß. IP-Tables minus L, ich mache das mal, das wird jetzt aber. Genau, woran man hier vielleicht denken müsste oder sollte hier, wenn wir hier Regel, ja, die IP-Tables, da werden die Regel von top to down abgearbeitet, ja, was zuerst trifft halt. Wenn wir jetzt in meinem Beispiel hier Albanien komplett aussperren wollen, also auch kein HTTP-Zugriff und oder HTTPS-Zugriff. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo das ist. Jedenfalls hier, ja. Also die User aus Albanien können sozusagen nur noch auf HTTP und HTTPS-Dienste zugreifen, was ich hier als Regel ganz oben drauf hatte. Ich kann das jetzt nicht. Genau, wenn wir das jetzt aber komplett sperren wollen, damit sie gar keinen Zugriff haben, auch auf die Webseite nicht quasi, falls das ein Webserver sein sollte. Ist das jetzt hier durch langsam? Dann müssen wir die Regel hier nicht hinzufügen nach hinten, sondern ich mache das jetzt mal. Wie mache ich das jetzt? Wir müssen die inserten, ja, also minus i hier, beziehungsweise ich mache das mal ersetzen a mit i halt. Genau. Und ich mache mal jetzt, ob das klappt, hoffentlich. Genau. Alle ersetzen, alles klar, ja. Und wenn wir jetzt mit dem i hier hinzufügen, also inserten, dann werden die Regeln nicht hinten drauf
angehängt, sondern oben drauf, und so können die User mit den entsprechenden IPs hier auch nicht mehr auf die HTTP/HTTPS, was ich hier oben drauf habe, zugreifen. Also sind sie komplett ausgesperrt, ja, auch von dem Webdienste. Genau, das war's im Prinzip auch schon alles, was ich euch jetzt schnell zeigen wollte. Ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Like freue ich mich natürlich auch. Abonnieren nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.